Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Ficketiner mit der weiteren Let's Show. Diesmal mit der Sonic Amateur Games Expo 2022 Demo zu Kirby Gamble Galaxy Stories. Einen Kirby-Fangame, aber in welchem Bezug kann ich nicht sagen, ob es jetzt ein normales Kirby-Fangame ist oder was anderes, sehen wir dann gleich. Wir steuern erstmal durch mit den Asteroid Fields. Aber es scheint mir ein ganz gewöhnliches Kirby zu sein. Oh, die springen. Ja, so wie ein richtiges Pixel-Kirby, wie man es kennt. Allerdings nicht, allerdings mit ein bisschen komplizierter Steuerung und noch dazu. Jetzt mal Schuss mit dir. Allerdings ist die Steuerung doch ein bisschen hakeliger, also es funktioniert nicht so wie es. Funktioniert nicht so, ganz. Also die Physics sind ein bisschen anders. Funktioniert ein bisschen anders und wow, die Kanonen verfolgen mich hier. The fuck? Los mit euch. Kann ich jetzt hier irgendwie Power ablegen? Oh, man kann hier aufladen, die Angriffe. So eine Heilung wäre schon ganz nice jetzt gerade. Die zeigen dann ihre wahren Gesichter. Grauen von Gesichter. Oh, eine Truhe. Ah, eine Heilung, immerhin. Wir brauchen ein einziges Stück. So, ah, ein Scrolling-Bereich. Ah, shit. Komm, beeil dich! Eine Maxi-Tomate, nein! Ah, jetzt war ich zu langsam. Und das war's. Ja, wieder ganz von vorne, ey. Nicht euer Ernst. Oh, dich? Schnapp ich mir. Deine Fertigkeiten brauche ich nach wie vor. Da muss ich halt halbwegs in Speedrun jetzt mal hier durchkommen. Komm jetzt auf die Leiter. Oh, ich drück doch nach oben. Man muss da wirklich ganz genau hinziehen, damit man auf die Leiter hier steigen kann. Ansonsten geht's echt nicht. Der Dash-Angriff ist auch echt cool. Mit dem Beam. Noch ein Sandwich. So. Jetzt kriegen wir das auf die Reihe. Jetzt weiß ich, was mich ungefähr erwartet. Ja, greif das doch an, Mann! Oh nö, nicht schon wieder! Jetzt habe ich mich da reingeglitscht. Oh, nicht schon wieder, ey! Ich krieg das einfach nicht auf die Reihe! Muss man da doppelt tippen, oder? Warum, steigt man eigentlich auf die Leiter, so wie man es eigentlich, so wie es eigentlich möchte. Die ganze Zeit. Dann nehme ich mal jetzt nicht das Power-Up hier. Nehmen wir mal vielleicht ihn. Ach, er hat kein Power-Up. Okay. Dann
Jetzt. So, ich hoffe jetzt aber, komme ich hier durch, Mann. Kann doch wohl nicht so schwer sein. Shit, ey! Eine Fähigkeit! Dass mich der gewöhnliche Gegner jetzt auch noch schaden kann. Ja, toll. Diesmal nicht mit vollen HP. So, bitte, jetzt lass mich das mal schaffen. Kann aber wohl nicht so schwer sein. Spacko, nein! Geh mal aus dem Weg, Spacko. Schnell! Behindert. Jetzt läuft es noch schlechter als vorher. Mein letztes Leben hier. Ich hasse es, wenn die den Rand runtergehen wie die Lemminge. Dass sie einen auf Lemminge machen müssen. Dass sie einfach keinen Halt vom Rand machen. Kletterer doch! Nein! Warum verliere ich jetzt so schnell die Fähigkeiten immer? Mit nur einem einzigen Treffer. Ah. Also ich hoffe, so waren wirklich nicht die alten Kirby-Spiele damals. Hey! Spielst du die Fähigkeit hier? Wollte mich verarschen? Jetzt ist die Fähigkeit schon wieder weg. Oh, lass mich in Ruhe, du Arsch. Ja, explodiere bitte und verpiesel dich. Was? Hä? Jetzt tötet... Ich hatte wirklich nur noch einen Treffer übrig? Das darf nicht wahr sein, ey. Ah ja, ich kann auch den Rutschangriff einsetzen. Gott, nochmal. Jetzt erleide ich ja auch noch unnötig Schaden. So, damit geht's ja auch schneller fast. Was ist los? Hoch mit dir. Bleib nicht hängen, okay? Hoch mit dir. So, jetzt darf ich aber nicht so übermütig werden. Komm. Und weiter. Ach. Runter, runter, schnell. Jetzt habe ich leider die Maxi-Tomaten nicht kriegen können, aber was soll's. Jetzt habe ich es endlich mal darüber geschafft. Oh nein, lieber nicht riskieren. Gott, das war jetzt der erste Bereich. Was sind das eigentlich für komische Viecher hier? Überraschungsbox? Und wie öffnet man die? Oder könnte ich die nur, wenn ich... Ja, wie lege ich die Power-Ups nochmal ab? Das geht gar nicht. Ja, jetzt. Warum muss ich extra dafür Schaden nehmen? Ja, die sind nur Deko oder was? Euer Ernst? Na, kann auch nicht mal sein Supersauger?
Oh, Bomber. Na komm, hoch da. Hier, nimm den. Und die Großen kann man auch zerstören. Oh, und die Sterne werden alle angezogen. Die da rauskommen. Nice. Gibt es jetzt noch einen Schalter? Hey, wo kommst du denn her? Was ist da jetzt hingekommen? Jetzt hab ich so unnötig ein Leben verloren, ey. Ach, das ist eine Bombe, die von oben runtergeschmissen wird. Irgendwann gibt's hierbei einen Checkpoint. Nee, komm! Der wird durch die Bombe nicht getötet. Kletter bitte hoch! Jetzt scrollst nach oben, ey. Scrollen von einem Scrollenbereich zum nächsten. Kann jetzt echt mal wieder was zu heilen gebrauchen. Shit. Ich muss runterziehen, ne? Ja. Dann lieber ignorieren. Weil ein einziger Treffer und das war's für mich. Okay, wie komme ich da? Oh nö, habe ich jetzt eine Niete? Nein. Wenn ich schnell bin, habe ich noch eine Chance. Nein! Da müsste der Spacko kommen! Denn so Kirby-Spiele bin ich anders gewohnt als so. Ich weiß nicht, ob diese Kirby-Spiele auf dem Game Boy Advance oder Super Nintendo so waren. Ich hoffe mal nicht. Ich weiß nicht, die Physik gefallen mir nicht so wirklich. So, das Ziehen fällt mir manchmal ein bisschen zu schwer. Hä? Ich bin doch noch auf der Plattform gestanden. Was? Ich wollte nur austesten, wie ich die Bombe hier am besten nutzen kann. Nicht nach unten ziehen? Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Schaden genommen hier. Keinen unnötigen. Was sollte das denn? Ich hatte doch noch sicheren Boden. Und das zählt jetzt schon als tot? Als Abgrund? Ich weiß nicht, dieses Kirby-Spiel ist absolut frustrierend. Sowas von. Jetzt muss ich mal darüber kommen. Jetzt muss ich das mal hinkriegen. Okay, der Stern ist es nicht mehr wert, aber das Warner ist es mir wert, komm. Kann ich leider nicht mehr hochwerfen. Du Spacko! Oh shit, schnell runter.
ist er hier in den Boxen? Sind schon wirklich nur Deko hier. Fuck it! Nein, mein Bombe! Drecksarsch. So, ab hier geht's jetzt weiter. Ist immer noch nicht das Ende hier. Und es gibt noch zwei weitere Stages. Wie viele Scrolling-Bereiche gibt es eigentlich? Meine Fresse. Oh nein. Komm, greif an. Shit. Oh. Komm. Und weiter. Oh. Beam? Oder Feuer, ey. Jetzt endlich mal ein neues Power-Up. Feuer. Oh, weil ein Boss ist. Oh, shit. Toll. Toll, weil ich auch so weit nach vorne gestoßen werden, nach vorne teleportiert werden musste. Oh Mann, ich komm da gar nicht durch. Hey, ich hab doch kein Power-Up. Wie soll ich denn da durchkommen? Was soll das denn? Power-Up? Oder... Ich hab eigentlich diesen blöden Block angegriffen. Und der ist nicht zerstört worden. Ach, das reicht. Green Greens Flat ist wenigstens eine bessere Stage. Das ist auch die Tutorial Stage. Die hätte ich von vornherein nehmen müssen. Wenigstens eine Stage hier schaffe. Oh Mann, sein Power-Up möchte ich aber haben, den Bumerang. Dazu muss ich mir meinen irgendwie abnehmen lassen. Komm. So verpisselt sich jetzt. Es bleibt einfach noch da. So, jetzt er. Nice one. Und wieder geheilt. Sehr schön. Nice Dash-Angriff. Oh nein, das ist die Niete unter den Power-Ups. Wissen wir ja. Sieht auch ein bisschen aus wie Kirby. Muss man sagen. Oh, Feuer. Oh, das hat gesessen. So. Der Feuertasche ist einfach nur genial. What? Das setzt einen Drop-Dash ein. LOL.
Hm. Mal Beam oder? Ich würde sagen, bei Fire. Den Boss jetzt bekämpfen. Der ist eh schon fast down. Au. Ja, und wie kann ich ihn aufsammeln? Jetzt glaube ich, jetzt habe ich bestimmt so eine Bomben nötig gehabt. Mit Select! Okay. Das wusste ich jetzt nicht. Toll. Das Power habe ich jetzt sicher nötig gehabt. Komm hoch da. Jawohl. War ein bisschen risky, aber ich wollte es halt mal probieren. Dann nehmen wir nochmal Feuer. Ha! Da brennt sogar hier die... Was? Da brennt sogar noch hier das Gras im Hintergrund. Oh, da versteckt sich ein One-Up. Nice. What the... Braucht mehrere Treffer, dass er down geht. Lol, wir können hier dieses rohe Gras im Grund auch noch burnen. Das ist geil. Schon habe ich wieder einen Spaß. Oh, das ist deutlich stärker als dieser Feuerdash. Ich bin halt jetzt mit Cutter-Stimmung. Oder Bumerang-Stimmung hier. Oh! Ah! Kann ich auch noch schneiden? Ey, du Spast. Ach du. Ist der lästig gewesen. Er wollte partout nicht aufgeben. So, was habe ich jetzt hier ausgelöst, Feines? Oh, gleich zwei Truhen. Kirsche und ein roter Stern. Nice. Schneiden wir ja alles durch. Und holen uns die nächste Truhe. Ein Pfirsich. Alles klar. Hm. Hm, wie kommt man denn? Ich glaube, da muss ich erstmal hier raus. Nimm den! Das überlebt er trotzdem? So, jetzt er. So, eins nach den anderen. Erstmal das One-Up. Hm. Boah, jetzt kommt ein Hauptboss oder was? Da bin ich halt mal in Feuerstimmung. Aber keine Heilung davor? Oh, Wispy Woods! Dann burnen wir ihn ja wieder richtig weg, Ulte! Oh shit! Ah. Wo komme ich überhaupt noch Heilung? Was soll ich denn wissen, dass er jetzt auch noch mit. Ah, shit. Ja, toll, jetzt holt auch noch seine Wurzeln hervor hier. Das ist immer ein heftiger Wispy-Wurz hier. Gibt's denn mal einen Apfel? Ach, die heilen noch nicht mal. Ah, shit. Das ist immer ein heftiger Wispy-Wurz hier. Den anderen Apfel auch noch. Oh shit. So, er ist bald down. Oh shit, das. Puh. Heilige Scheiße.
da nicht mehr drüber springen. Na komm. Verletzen möchte ich aber nicht hier. Toll, ohne Power-Up hier. Das ist echt beschissen. Hä? Jetzt auch noch einen... Okay, ich wusste nicht, dass das sogar noch Waddle Dees runterschüttelt. Oh ja, doppelte Sternpower. Shit. Dass es direkt auf mich runterfallen musste. Gut, gut. Und das wär's! Uff. Endlich down. Ja, danke fürs Kreieren, auch wenn ich jetzt... sagen muss... Ja, die Asteroid Fields, ich glaube die... Schauen wir uns mal die Gamble... Maker? Was ist das denn? Was ist los? Was ist mein Fenster? Jetzt ist das Bild schwarz. Was ist denn hier los? Das war anscheinend ein Level-Krieger oder was und... Jetzt hat das Spiel zum Absturz gebracht. Oh, nee. Nichts mehr steuern, gar nichts. Ach, na gut. An der Stelle beende ich es halt. Wenn es... Ja, ist aber was ich sagen wollte. Ich sag mal, nicht schlecht. Aber... Vor allem, das hier funktioniert noch nicht richtig. Da muss noch was getan werden. Und... Voll diese eine Asteroiden-Sache war mit ein bisschen zu sehr voll mit, bisschen zu voll mit Scrolling-Bereichen. Ich nur schwer hinterhergekommen bin. Die Physics sind auch nicht mehr so, wie ich es gewohnt bin von anderen, also von den Kirby-Spielen, die ich gespielt habe. Sorry, aber ich glaube, das war auch eine andere Zeit. War ja... Super Nintendo-Zeit anscheinend, beziehungsweise Game Boy Advance oder was auch immer. Oder wo auch immer noch 16-Bit Kirby erschienen ist. An sich nicht schlecht, aber ja, geht besser. Aber was meint ihr? Eure Meinung dazu in die Kommis und wie immer auch download Dinge in der Videobeschreibung, um es selbst auszuchecken. Und hoffentlich funktioniert das bei euch besser. Weil ich weiß nicht, ob es nur bei mir liegt. Keine Ahnung. Und es ist bei der nächsten Sonic Armature Games Expo 2022 Demo. Weiterhin viel Spaß mit anderen Videos und auf Wiedersehen und Tschüss, Leutchen!